So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde Arma 3. Heute mal Battle Royale. Ich wage mich auch mal dran, hab übel Bock drauf. Vor allem eben in Arma 3. Muss jetzt eine ziemlich lange Zeit warten. Und guck jetzt mal, wo ich rauskomme. Hier können sich Gruppen bilden und bilden sich, glaube ich, auch viele Random-Gruppen. Ich bin in keiner Gruppe, ich bin jetzt mal solo losgezogen. Jo, und dann gucken wir mal, wo sind wir hier? Kann ich keine Waypoints setzen? Okay, aber ich fliege direkt schon in die Stadt rein. Mitten in der, im Kreis könnte das sein, also von dem her steuere ich das direkt mal an hier. Ich hoffe, jetzt hier sind noch nicht so viele andere. Oh, wunder. So, jetzt schnell looten. Drin habe ich schon was gefunden. Gibt es eine Saiga? Okay, nicht unbedingt das Beste. Aber zumindest mal etwas zum Schießen. Ah, die nehmen wir eher noch mit. Das ist ungewohnt hier. Passt nicht. Nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten landet einer. Eine Mütze, ganz wichtig. Ah, hier sind Klamotten, dass ich nicht total auffall. So, eine AK-Magazin nehmen wir noch mit. So, einer weniger. Oh, eine Polizeiweste. Nehmen wir mit. Ein bisschen Panzerung. Hatte der Kandidat schon was dabei? Ein Cobra-Visier. Painkillers. GPS brauchen wir ja nicht. Erste-Hilfe-Kasten. Nice. Und dann weiter. Der da hinten hat wohl den Fallschirm zu spät geöffnet. Saiga, liegen so viele hier rum. Ist im Nahkampf mit Sicherheit auch nicht die schlechteste Wahl. Oh, Vehicle Repair Kit, das brauchen wir nicht. Ein Angriffspack nehmen wir mit. Repair Kit nehmen wir mal mit, falls wir irgendwas reparieren müssten. Tarnfleckhut kann nicht schaden. Müsst ihr auch schon mal schauen. Ich bin ja, glaube ich, jetzt schon relativ in der Mitte. Panzerstufe 3. Ist ungewohnt mit diesen, dass eben immer noch jetzt das Repair-Scheiße kommt. MRCO nehmen wir mal mit, falls man noch eine andere Waffe finden sollten. Schritte. G36A. Immer mit. Jetzt will ich noch eben kurz nach oben gucken. Sorry, wenn ich nicht ganz so viel quatsche. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass ich extrem angespannt bin. Und daher, ja, geht's hier ab. Holy shit.
Okay, hier ist gerade Explosionszone. Ich bin aber immer noch extrem in der Mitte, deswegen tue ich mich hier eigentlich nur ungern jetzt wegbewegen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Bock habt auf Battle Royale oder ob ihr eher PUBG spielt oder... So, aber ich bin immer noch in des besten Bereich. So, jetzt ist die Explosionsphase weg. Nice. So, ich musste das mal gerade eben ausstellen. Es ist so random. In letzter Zeit, da drüben ist ein Fahrzeug. Passiert es ziemlich oft, dass ich habe irgendein YouTube-Video angefangen im Hintergrund. Und wo will der denn hin? Und fängt dann einfach auf einmal an abzuspielen oder neu anzufangen und keine Ahnung. Echt behindert. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Auto-Replay oder irgendeinen Scheiß habe ich aus und es ist auch so komplett random. Also nicht jetzt irgendwie so nach ein paar Sekunden, sondern irgendwie, keine Ahnung. Vortex, Rauchgranate nehmen wir mal mit. Panzerstufe 3. 1. Ich denke auch, dass ich das Video zusammenschneiden werde. Könnt aber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei so Battle Royale mäßig eher die ungeschnittene Spiel sehen wollt oder ob ihr dann eher sagt, okay, keine Ahnung, die langweiligen Szenen raus. Okay, ich bin jetzt noch drin. Könnte mich aber langsam mal Richtung Berge in die Wege machen. Wenn ich weiterhin dann in dem Mittelpunkt bleibe. Okay, hier ist einer. Gucken wir mal, wo er rauskommt. Muss auch in die Richtung auf jeden Fall. Nein! Ich bin gestorben, es gibt es nicht. Warum ist der nicht gestorben? Ah, schade. Ja gut, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr mehr davon sehen wolltet, wie ich die Videos machen soll, ungeschnitten. Gut, die Folge war jetzt, wäre jetzt nicht so schnell, aber ich kann ja trotzdem mal alles, was irgendwie jetzt nicht so actionreich ist, rausschneiden. Oder wollt ihr das alles sehen, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Vielen Dank für den Support, soweit auch immer. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.